Willkommen zurück zu den diesjährigen Dschungelspielen. Um von vornherein die Niveau-Limbo-Stange in Profitiefe zu platzieren, beginnen wir mit Nahaufnahmen von Winfried Glatzé, das schrumpeligen Oberpillemann. Was wäre das auch für eine grausame Show, wenn nur die Kandidaten leiden müssten und nicht auch die Zuschauer, oder? Du, wo wir gerade schon beim Thema Show sind, ist dir aufgefallen, dass wir schon bei Tag 2 sind und noch keiner der Kandidaten sein einstudiertes Nümmerchen gespielt hat? Bis jetzt. Diesmal haben wir ihnen zwar keinen Patrick Pornosucht zu bieten, aber einen Erzengel Michael Wendler, der selbst im Streit seiner Heimatfilme Schlagersprache treu bleibt. Ich würde einfach mal gerne die Michi kennenlernen hier, nicht immer nur diese Wendler-Show. Was sagst du mir jetzt hier? Nur das. Schau mich an und sag mir diese Worte ins Gesicht. Was ich meine, ist... Was geschieht hier? Ich bin doch der große Wendler, der alles dank seiner Fans übersteht. Andere hätten sich längst umgebracht, aber ich bin guter. So miserabel vorgeheuchelt, dass man ihn sich glatt bei GZSZ vorstellen könnte, falls er keine Aufträge mehr bekommt. Was dem Wendler natürlich nie passieren würde. Doch selbst ein Wendler ist nur ein singendes Stiefel. Mütterchen in Larissas bizarrem Wunderland. Und in der heutigen Dschungelprüfung schicken wir sie ins Hasenloch. Du musst runter in dieses Loch und durch ein unterirdisches Labyrinth und alle Sterne einsammeln. Hast du das verstanden? Nee, auf geht's. Du musst jetzt mit dem Handrücken in die Löcher fassen, Larissa. Handrücken? Ich geh weiter, ja. Warum genau schreist du so, Larissa? Na, damit die weglaufen, logisch. Weise, geh weg! Das ist alles scheiße hier. Nächstes Mal lese ich den Vertrag und schau die Sendung, bevor ich unterschreibe. Kann jetzt wenigstens was Süßes als Belohnung? Ich sag's den anderen noch nicht. Wirklich. Oh, bei dem Mädchen fragt man sich wirklich, ob sie nicht in psychiatrischer Behandlung besser aufgehoben wäre als vor RTL-Kameras, die sie verfolgen, bis sie sie mit Dreck bewirft, wie in der heutigen Sendung. Auch hier zeigt sich wieder, wie die Leute fertig gemacht werden und RTL seinem Motto treu bleibt, Quote über Menschenwürde.